Hallo und herzlich willkommen, liebe Zwillinge. Ich hoffe, es geht dir gut. Wir schauen heute wieder rein in die Energien für die Zwillinge, Sternzeichen, Aszendenten oder auch, wenn du deinen Mond im Zeichen Zwillinge stehen hast, kannst du vielleicht in Resonanz gehen und eine Botschaft für dich mitnehmen. Für den August. Wir schauen uns die kollektive Zwillinge-Energie im August an. Worum geht es? Was zeigt sich? Okay. Da haben wir sehr viel Feuer. Wir haben Löwe und die Feuerenergie und eine Opposition. Es könnte irgendeine Herausforderung geben, irgendein Machtkampf oder ein, ja, etwas, was sich als Ungleichgewicht anfühlt oder als Spannung. Ja, bei der Opposition haben wir immer zwei Kräfte, die in einem Spannungsverhältnis stehen. Und da haben wir meistens Herausforderungen. Ja, und mit Feuerenergie, also da geht es ja um Optimismus, Leidenschaft, Mut, um Antriebskraft, Selbstbewusstsein, ja, deine Willenskraft. Und auch mit der Löwenenergie, da ist man auch sehr, sehr nach außen gerichtet, sehr zuversichtlich, sehr lebensfroh, lebenshungrig. Ja, es ist ja auch die Energie jetzt, wo wir drin sind mit der Sonne. Die Sonne steht im Löwen. Das heißt, das ist genau die Energie, in der wir uns energetisch befinden. Und das kann natürlich hier auch zu Spannungen führen, wenn diese ganze Feuerenergie, die wir hier haben, wenn die nicht richtig kanalisiert wird oder nicht gelebt wird, da kann es auch schnell mal zu Frust kommen oder Ungeduld. Da müssen wir mal schauen, was sich hier bei den Zwillingen zeigt. Was passiert hier im August? Was kommt auf die Zwillinge zu? Worum geht es für die Zwillinge im August? Die Bombe. Passend zum Feuer haben wir die Bombe, die hier hochgeht. Ja, ich habe es schon gesagt. Also hier kann es auch mal impulsiver werden. Wir haben hier so eine Energie, die ein bisschen auf, die ein bisschen die Wut anzeigt. Ja, irgendeine unterschwellige oder ein etwas, was zerstört wird. Es könnte irgendein negatives Ereignis sein, ein Ende, ein Verrat, Zorn, Enttäuschung. Irgendwo platzt die Bombe. Ja, es kann sein, dass hier irgendetwas in dir brodelt oder irgendeine Situation sich zeigt, wo du sehr verärgert bist. Oder aber irgendwo die Bombe platzen lässt und dadurch ein Ende hier sich irgendwo manifestiert. Wir schauen mal weiter. Was haben wir hier? Hier haben wir die Macht der Worte. Wünsche manifestieren, Energien bündeln und Verstrickungen lösen. Ja, auch das habe ich ja hier schon erwähnt. Es geht ja darum, diese ganze Feuerenergie zu bündeln, zu kanalisieren. Wenn du etwas erschaffen möchtest, etwas manifestieren möchtest, etwas Neues in deinen Wegen bringen oder anstoßen möchtest, dann brauchst du dafür eine Energie, die fokussiert ist auf ein Ziel. Ja, dann muss die kanalisiert werden. Das ist genau das. Energien bündeln und auch sei dir bewusst der Macht deiner Worte. Es geht auch darum, natürlich deine Gedanken und deine Worte positiv auszurichten auf das, was du möchtest und nicht auf das, was du nicht möchtest. Ja, sonst ziehst du natürlich von dem etwas an, was du nicht möchtest. Ja, das geht ja darum, dass du dich positiv ausrichtest und dieses Feuer, was hier zur Verfügung steht, also dieser Mut, diese Leidenschaft, diese Entschlossenheit, die Willenskraft nutzt, um das zu erschaffen, was du möchtest. Vielleicht darfst du ja auch irgendeine Art von Verstrickung auflösen. Ja, wir haben das Thema Ende hier, Zerstörung und hier kommt auch noch Verstrickung lösen. Irgendeine Art Bündnis, Verstrickung, irgendein karmisches Thema. Ja, wir schauen mal weiter. Mit dem Tarot im August für die Zwillinge. Worum geht es im August für die Zwillinge? Okay. Stern und Teufel. Interessante Mischung. Im August für die Zwillinge. Ach, der Kelche. Ja, also hier geht es ganz klar, upsala, darum, etwas loszulassen. Etwas zu beenden. Abschied. Ein Ende, ein Abschied. So, und als letztes hier noch die Sieben der Schwerter.
Die vier der Stäbe. Okay, also erstmal auffällig ist, wir haben hier die Welt, den Stern und den Teufel. Drei große Arcana-Karten, die äußerst wichtig sind, die hier den Fokus, den Schwerpunkt hier auch in dieser Energie für dich im August anzeigen. Der Teufel zeigt dir erstmal, dass es hier irgendeine Art von Verstrickung auch gibt. Ja? Verstrickung lösen kommt hier, eine Zerstörung, Ende, Verrat, Enttäuschung. Ja, hier sehen wir auch so diese Verratsenergie, etwas Unaufrichtiges haben wir hier tatsächlich auch. Hier haben wir mit dem Teufel aber erstmal einen Schatten liegen. Einen Schatten von dir und der wird natürlich auch im Außen gespiegelt wird. Jetzt geht es darum, sich diesen Schatten hier erstmal bewusst zu machen und zu sehen, wo bist du hier gerade in irgendeiner Art Verstrickung, einer Abhängigkeit, einer Sucht oder wo liegst du hier einer Versuchung, der du nicht widerstehen kannst oder wo lässt man sich hier manipulieren oder erpressen oder wo bist du in Versuchung geführt worden oder wirst in Versuchung geführt, gegen deine eigenen Prinzipien und Werte zu verstoßen. Das ist so der Teufel, den wir hier liegen haben. Ja, also das macht uns erstmal aufmerksam, da auf dieses Thema, auf dieses Schattenthema, wo Licht reinkommen soll. Der Stern kam ja zusammen mit dem Teufel. Das kann also sein, dass du jetzt hier Schritte unternimmst, um dir dieses Thema bewusst zu machen und da herauszukommen. Der Stern ist eine Schutzkarte, eine sehr lichtvolle, positive Energie, der von einem richtigen Weg zeugt. Er zeigt, dass du geführt wirst und dass es eine neue Hoffnung gibt, dass sich ein neuer Weg zeigt, vielleicht auch nach einer schweren Zeit oder einer Herausforderung, Opposition, ja, irgendwo, wo es eine schwere, herausfordernde Situation gab, wo du jetzt hier neue Hoffnung schöpfst und geführt wirst auf einen neuen Weg. Ja, und dass sich etwas gut entwickelt. Das ist hier der Hinweis darauf, dass sich hier etwas, dass du auf dem richtigen Weg bist. Ja, also ich weiß ja auch nicht, wie rum die geflogen sind. Also die waren ja beide zusammen, könnte auch so rum sein. Ja, dass du jetzt hier Schritte unternimmst, dass du dich jetzt führen lässt, geführt wirst, um aus dieser Verstrickung hier herauszukommen oder diese zu beenden. Es geht hier definitiv um ein Ende mit den Acht der Kelchen. Da sehen wir einen Abschied schweren Herzens. Was lässt man hier los? Natürlich in den allermeisten Fällen ist das eine Gewohnheit. Eine liebgewonnene Gewohnheit, etwas Vertrautes, was einem sehr bekannt ist, wo man sich lange drin wohlgefühlt hat. Das kann natürlich auch eine reale Situation im Außen sein. Das könnte auch eine Beziehung sein, die man loslässt. Es könnte ein Job sein, den man loslässt oder eine Wohnsituation oder ein sonstiges Umfeld oder Thema, wo man etwas jetzt wirklich verabschiedet und weiterzieht, auch wenn es schwerfällt. Es ist ein Abschied, der schwerfällt. Aber da wir das nun jetzt mit dem Teufel hier zusammen haben, denke ich, es geht hier auch bei vielen um ein altes Muster, eine Gewohnheit. Ja, das könnte also eine Sucht sein bei einigen oder eine Abhängigkeit oder eine Versuchung, ja, irgendwo, wo man immer wieder in Versuchung geführt wird oder gegen seine eigenen Prinzipien verstößt. Was auch immer es ist, das ist etwas, was nur du weißt, was du jetzt bei dir auch reflektieren kannst. Es ist bei jedem etwas ganz anderes. Das ist der Punkt ist, dass du das jetzt hier zurücklässt, weil du erkennst, dass es dir nicht gut tut, weil du diese toxische Situation hier erkannt hast oder diese destruktive Energie, die lässt du zurück. Ja, und damit stellst du dich ja eine Herausforderung. Es ist wirklich nicht leicht für dich, diese Sache hier zurückzulassen oder das zu überwinden, ja, diesen Abschied hier zu vollziehen, aber du weißt, dass es notwendig ist. Es stellt eine große Herausforderung dar, also auch ein Machtkampf. Ja, da haben wir dieses Power Struggle hier mit der Opposition. Ja, da ziehen zwei Kräfte in dir. Zum einen vielleicht diese Willenskraft, diese Entschlossenheit, der Mut. Ja, und zum anderen aber vielleicht eben dieser Anteil in dir, der mit dieser toxischen Energie hier in Verstrickung ist. Also der hier dieser quasi seinen Anteil an dieser Situation hat. Ja, der hier mit in Resonanz geht, was auch immer das hier ist. Das ist ein innerer Konflikt. Ein innerer Kampf. Und das spiegelt sich ja auch mit den fünf der Stäben hier. So, dann sehen wir jetzt hier in der zweiten Augusthälfte eine sehr viel angenehmere Energie. Hier sehen wir wirklich eine große Chance. Wir haben ja das Ass der Kelche und dazu das die Welt. Das sind die beiden, zwei der besten Karten im Tarot überhaupt. Die Welt zeigt, dass du hier ankommst, dass du deinen Platz findest, dass du ein großes Ziel erreichst, dass du reif wirst, dass du das große Ganze erkennst, dass du eine Lebensphase, eine Entwicklungsphase abschließt, zum Abschluss bringst.
Nun haben wir aber mit dem Ass der Kelche hier auch einen starken Fokus darauf, dass du jetzt hier wirklich eine Chance erhältst, deine wahre Bestimmung zu leben, zu erkennen, wofür du wirklich hier bist und jetzt einen Weg zu gehen, der dich hier wirklich zutiefst im Innersten erfüllt und glücklich macht. Das könnte also sein, dass du jetzt erkennst, was zum Beispiel deine Berufung ist. Oder es könnte sein, dass du jetzt die Chance hast, zutiefst im Inneren berührt zu werden durch eine Begegnung oder einen Weg, den du hier jetzt für dich findest, vielleicht auch mit einem Menschen oder aber mit einem Projekt oder beruflich. Was auch immer es ist, du hast hier eine große Chance, jetzt wahrere seelische Erfüllung zu finden. Mit der Welt ist das hier wirklich ein Ankommen, ein großer Abschluss, ein glückliches Ziel, das hier erreicht wird. Das ist die Abschlusskarte der seelischen Entwicklung, einer seelischen Entwicklung. Wir durchlaufen ja im Leben mehrere. Ja, bei dir ist es jetzt im August, wird ein Teil potenziell, also du hast die Chance, diesen Platz zu finden und dieses Thema abzuschließen, und zwar zum bestmöglichen Ergebnis, sodass du hier wirklich innerlich erfüllt und glücklich wirst. Ich denke, das hat aber auch viel damit zu tun, dass du hier ehrlich bist, ehrlich zu dir selbst und vielleicht auch ehrlich zu jemand anderen. Wir haben nämlich die Sieben der Schwerter, und die Sieben der Schwerter, wir haben es hier auch schon so ein bisschen angedeutet, da kann es sein, dass hier irgendjemand nicht ganz ehrlich ist oder irgendjemand hier sich aus dem Staub macht oder Konfrontation scheut oder sich hier Vorteil verschaffen möchte. Es kann natürlich auch sein, dass das deine Energie ist, dass das auch du machst, dass du hier auch dich bedeckt hältst, dich schützen möchtest oder hier eine Konfrontation scheust oder irgendwo nicht ganz ehrlich bist. Das ist immer schwer zu sagen bei den Sieben der Schwertern. Wir sehen die Energie jetzt bei dir hier. Was ich nur dir aus meiner Erfahrung sagen kann, ist, dass wenn so jemand im Außen hier da ist, dann hat das auch wie ähnlich wie beim Teufel eine Resonanz zu dir auch. Ja, also wenn du irgendwo nicht ganz ehrlich bist oder dir hier und da irgendwo einen Vorteil verschaffen möchtest, dann kann das natürlich auch im Außen dir gespiegelt werden. Wo bist du nicht ganz ehrlich zu dir selbst? Wo scheust du dich davor, in die Konfrontation zu gehen und ehrlich etwas auszusprechen oder zu dir zu stehen? Du hast jetzt hier die Chance, etwas zu erkennen, dir überhaupt etwas klar zu werden. Ja, es kann natürlich auch sein, dass hier einfach, dass du erkennst, dass es hier jemanden gibt in deinem Umfeld auch, der nicht ganz ehrlich und aufrichtig ist. Wir haben hier die Vier der Stäbe darunter. Vier der Stäbe ist die Karte der Harmonie, der Stabilität, die glückliche Familie. Das ist so die Harmonie zu Hause. Ja, es gibt hier, wir sehen hier Harmonie und Stabilität bei dir. Es geht dir gut. Das ist auch so dieses feste Feiern, Spaß haben, glückliche, ausgelassene Stimmung. Und das ist auch dieses Heraustreten aus diesen eigenen sicheren vier Wänden, also aus der Komfortzone, aus dem sicheren Hafen und sich öffnen für neue Möglichkeiten, neue Erfahrungen. Ja, das ist eben auch hier diese Feuerenergie. So, Jupiter Schütze, die jetzt ihren Horizont erweitern möchte. Also du gehst erst aus dir heraus, du willst deinen Horizont erweitern. Ja, entweder geht es darum, diese Verstrickung hier zu lösen im Sinne der Person oder dieses Einflusses, der hier irgendwie unaufrichtig, unehrlich ist. Oder es geht darum, dass du selbst hier dich einer Sache stellst, in die Konfrontation gehst und ganz ehrlich ja auch bist. Ja, also ich weiß nicht, ob man sich hier bedeckt hält oder ob man sich hier einen Vorteil verschaffen will. Das hat natürlich ja auch verschiedene Deutungsmöglichkeiten. Ich schau mal, was hier drunter liegt. Vielleicht bekommen wir hier noch mehr Hinweise dazu. Der Magier, drei der Münzen, neun der Kelche. Also Magier und drei der Münzen, das ist ein Aufstieg hier. Das geht darum, dass du hier jetzt in deine Initiative gehst, dass du deine Macht annimmst. Es geht um Selbstermächtigung. Löwe Feuer. Selbstbewusstsein, deine Macht annehmen und deine Fähigkeiten nutzen. Hier haben wir wirklich auch diese Manifestationsenergie. Hier haben wir das ja auch, die Macht der Worte. Wünsche manifestieren, dass du die Macht der Worte nutzt. Weil gerade du als Zwillinge, das sind ja die, die eigentlich diesen besonderen Draht zum Wort haben, zur Kommunikation mit Merkur als Herrscherplanet. Die wissen ja am besten um die Macht der Worte. Der Magier ist ja auch mit Merkurenergie. Ja, also es geht darum, dass du jetzt hier etwas manifestierst, indem du deine Macht annimmst, deine Fähigkeiten nutzt, deine Energie bündelst, ja, deine Wünsche manifestierst. Das ist genau das hier.
Genau das hier. Also es geht darum, hier nicht zu tricksen oder Abkürzungen zu suchen oder sich einen Vorteil zu verschaffen. Vielleicht ist es auch jemand anderes. Ich weiß es nicht. Ich sag's nur. Sondern es geht darum, dass du wirklich in deine Schöpfermacht kommst und erkennst, was kannst du manifestieren, indem du dich auf ein Ziel fokussierst und deine persönliche Macht nutzt, die dir zur Verfügung steht. Drei der Münzen zeigt, es geht hier um einen Aufstieg. Ja, also du sollst eine höhere Ebene betreten. Es ist auch eine Art Prüfungssituation, der du hier gestellt wirst. Ja, du wirst geprüft vom Schicksal. Hast du deine Lektionen gelernt? Auch hier geht es darum, eine Phase abzuschließen, etwas zum Abschluss zu bringen. Phase abschließen haben wir auch hier. Alte Muster, Gewohnheiten, ja, wie soll ich sagen, zurückzulassen, die Gewohnheiten zurückzulassen, etwas zu vollenden, zum Abschluss zu bringen. Das haben wir ja auch hier. Und hier geht es jetzt darum, nun neue Wege zu finden, auf eine neue Ebene zu kommen. Das könnte jetzt beruflich zum Beispiel sein, dass man sich selbstständig macht, dass man befördert wird. Auch eine Beziehung, eine Verbindung kann man auf eine neue Ebene bringen. Oder aber mit einem Projekt oder einem Vorhaben oder einer Lebenseinstellung, mit einem Bewusstsein. Auch damit kannst du eine neue Ebene betreten, indem du erkennst, dass du die Macht hast, dein Leben zu manifestieren und zu erschaffen nach deinen Vorstellungen, indem du deine Talente und Fähigkeiten und Worte nutzt. Und damit darfst du jetzt hier quasi vom Lehrling zum Meister aufsteigen, also Aufstieg. Ja, hier haben wir Genuss, Fülle, Freude, es geht dir gut. Ja, eine sehr angenehme Energie der Harmonie, wo du auch gemeinsam mit anderen dich wohlfühlst und schöne Momente hier verbringst. Diese Wohlfühlenergie. Wir schauen mal weiter für die Zwillinge. Worum geht es hier im August? Also ziemlich, wir haben ziemlich wichtige Energien hier. Wir haben viele große Arkana-Karten. Das ist jetzt hier schon sehr auffällig bei dir. Der Magier noch dazu. Der Teufel und die Welt. Also hier geht es wirklich um Schöpferkraft und auch dieses Bewusstmachen und Loslassen von destruktiven Mustern und Verhaltensweisen oder auch Einflüssen im Außen. Das kommt ziemlich stark hoch. Ja, das kann natürlich auch sein, dass hier auch, wie gesagt, Verrat eine Rolle spielt. Der Verrat im Topf. Oder Unaufrichtigkeit. Was ist jetzt wichtig für die Zwillinge im August? Worum geht es? Drei Karten. Ja, ich kann es nicht ändern. Also, was haben wir hier? Ja, du bringst etwas Neues auf die Welt, neue Kreationen. Ja, auch hier geht es darum, diese Manifestationskraft, deine Realität in die Welt zu träumen. Ja, also was sind deine Wünsche, Visionen, was willst du erreichen? Ja, und wie kannst du das in die Realität bringen, manifestieren? Das ist auch so eine Manifestationskarte. Das haben wir ja auch mit dem Teufel, mit dem Magier. So, dann haben wir hier, was ist dein Calling, also dein innerer Ruf? Ja, beantworte den inneren Ruf. Und das ist für mich ganz klar eine Bestätigung des Ass der Kelche. Also diese Karte hier. Das ist nämlich diese Chance, jetzt wirklich deiner wahren Bestimmung, deiner wahren Berufung zu folgen oder einen Weg zu gehen, der zutiefst seelisch zu dir gehört und dich erfüllen würde. Deinen inneren Herzensruf, Herzensweg gehen. Ja, höre auf dein Herz, auf deine Intuition, deine innere Stimme. Wozu wirst du jetzt aufgerufen im Innersten? Ja, und hab den Mut, dich dann auch dieser Sache hier zu stellen. Es geht ja mit Feuer und Löwe ganz klar um Mut, um Selbstbewusstsein, Optimismus, dass du optimistisch und selbstbewusst deine Leidenschaft hier lebst, deinen Herzensweg gehst und damit deinen Platz in der Welt einnimmst. Ja, und mit dem Thema der Ungerechtigkeit, der Unehrlichkeit oder Trickserei, da weiß ich nicht, ob du mit so etwas hier nochmal konfrontiert wirst als Probe, als Prüfung oder ob es darum geht, deine eigenen Verhaltensweisen hier genau anzuschauen. Also hier auch geht es nochmal um dein Herz. Es geht hier um dein Herz. Ich denke, es geht hier auch um diese Stimme deines Herzens. Ja, dass du deinem Herzen folgst und auf dein Herz hörst. Der innere Tempel. Denke ich, dass es darum geht. Ich schaue nochmal rein bei dieser Karte. So. Also, worum geht's hier?
Ja, also es geht ja darum, dass du schon auch deine Bestimmung lebst, ja. Dass du quasi deinen inneren Ruf, deine Berufung, deine Bestimmung, deine, ich weiß nicht, das Wort hier auf Deutsch für, das ist hier alles auf Englisch, ja, deine Hingabe, deine spirituelle Hingabe auch. Es geht darum, dass du Neues lernst. Und dein, ah ja, okay, dass du eine tiefere Verbindung mit deiner Seele bekommst. Ja. Also verbringe mehr Zeit mit deiner Seele, mit deinem Herzen, deinem Inneren, mit deiner inneren Führung, deiner inneren Stimme, deinem höheren Selbst, um bessere Führung zu erhalten. Ja, es geht darum, dass du diese Stimme eben auch wahrnimmst. Na, weil wir haben ja hier gesehen, dass du deinem inneren Ruf folgen sollst, aber dafür musst du diesen ja auch wahrnehmen. Also hier geht es klar darum, dass du eine engere Verbindung hier zu deiner geistigen Präsenz aufbaust, ja, zu deinem spirituellen Sein. So, ein Drachen werden wir jetzt noch fragen für die Zwillinge. Worum geht es hier im August für die Zwillinge? Zwillinge im August. Was ist hier wichtig? Ja und Veränderung, okay. Sag ein Ja zu dir, deinem einzigartigen Selbst und deinen Entscheidungen. Also irgendwie, vielleicht spielst du mit irgendeiner Idee, einem Gedanken. Ja, hast ein etwas vor und bist unsicher, weißt nicht, ob du es tun sollst, dann ist das hier ein klares Ja für dich. Ja, so geh los für das, was du möchtest, was für dich richtig ist. Und dann hier auch Ja zur Veränderung. Ja, ich bin bereit für Veränderung, denn dadurch wachse ich und erweitere mein Sein. Also es geht hier ganz klar darum, eine Veränderung zu bejahen, zu begrüßen, sich dafür zu öffnen. Eine Veränderung, die damit zu tun hat, auf jeden Fall eine alte Situation zu verabschieden oder alte Muster und Gewohnheiten loszulassen und deine wahre, wahre Bestimmung zu leben, wahre Berufung. Und ja, deinen Herzensweg zu gehen. Meine Stimme ist auf einmal weg. Keine Ahnung warum. So. Was ist hier los? Ja zur Veränderung. Da kommt der Segen. Deine Veränderung ist gesegnet und wird von höheren Mächten liebevoll getragen. Ja. Veränderung haben wir jetzt zweimal und es ist auch wirklich hier etwas, was gesegnet ist für dich. Von liebevollen Mächten getragen. Ja, also du brauchst keine Angst haben vor der Veränderung. Es ist eine gute Veränderung für dich. Eine segensreiche Veränderung. Ja, es ist eigentlich eine Bestätigung dafür. So, also eine sehr klare Legung, wie ich finde. Außer jetzt, wie gesagt, wie mit den sieben der Schwertern. Das ist das Einzige, was mich jetzt hier so ein bisschen wo ich noch Zweifel habe, ob das jetzt deine Energie ist oder ein Außeneinfluss. So, jetzt kamen hier wieder sehr viele Karten gesprungen. Ja, also es geht darum, dass du jetzt auch in Einklang mit deiner Seele lebst. Ja, dass du auf den Ruf deiner Stimme, den Ruf deiner Seele hörst und dich selbst reflektierst, ob du auf dem richtigen Weg bist. Ja, ist das hier noch meine Richtung? Bin ich im Einklang mit deiner Seele? Und dann eben auch anerkennen, wenn du merkst, dass du nicht auf dem richtigen Weg bist. Ja? Veränderung, nochmal. Das dritte Mal ist Veränderung. Veränderung haben wir hier und hier auch. Wow, also dreifache Bestätigung. Wenn du Veränderung willst, musst du etwas verändern. Komm in Bewegung. Feuer-Löwenergie, die bringt etwas in Bewegung, die stößt etwas an, die stößt Veränderung an. Das Universum ist für dich und unterstützt dich, aber es braucht dein Ja. Nochmal Ja. Ja zur Veränderung. Schau dir das mal an, wie synchron das hier wieder alles passt. Sag jetzt Ja zur Veränderung und schreite beschwingt voran. So, dann haben wir. Das Sakralchakra. Das Sakralchakra ist das,
was Dinge schöpft und auch manifestiert. Da haben wir die Freude, die Sexualität, aber auch Selbstannahme, das Spielen. Das ist auch so Löwe-Energie. Das Kreative, Freudige, Schaffen, Vergnügen. Was bereitet dir Freude? Folge der Freude. Das ist natürlich ein ganz starker Impuls hier, auch gerade zu dieser Löwe- und Feuerenergie. Das ist ja quasi zweimal Löwe hier auch. Der Löwe, der begeistert sich für das, was ihm Freude bereitet. Der bringt sich kreativ zum Ausdruck. Und das ist hier auch ein Thema jetzt, denke ich, für die Zwillinge, für viele, dass es hier um eine Veränderung geht, die damit zu tun hat, dass du auf dein Herz hörst, aber auch der Freude folgst. Eben das tust, was sich für dich freudig anfühlt. Und dich selbst dafür annehmen, ne? Dich selbst, du selbst zu sein. Dann haben wir noch Feststecken. Vielleicht steckst du gerade irgendwo fest hier noch in einer Situation mit dem Teufel. Ja, das ist ja das, was ich hier sehe, was du auch loslässt. Mit jedem Schritt, den du gehst, wirst du merken, wie du wieder mehr Kraft, mehr Hoffnung und Vertrauen und Liebe für dein Leben fühlen kannst. Mach einen ersten kleinen Schritt. Ja, wir haben ja hier die Führung, das Vertrauen. Mach einen ersten kleinen Schritt und das bringt dir dann hier auch dieses Vertrauen und die Führung, das Wissen, dass du auf dem richtigen Weg bist. Ja, einen Schritt weg von diesem ungesunden Muster oder dieser Abhängigkeit oder dieser Verstrickung oder was immer das hier ist. Und erlaube dir, dein volles Seelenpotenzial auszuleben und nehme die Aufgabe, für die du hier bist, voll an. Es ist und darf so sein, wie du es dir aus dem Herzen heraus wünschst. Also wirklich nochmal das Herz. Ja, folge dem Herzen. Lass hier irgendwo die Bombe platzen oder bring das Thema, was hier nicht mit dir im Einklang ist, zum Ende. Bündle deine Energie und manifestiere hier deine Wünsche und Träume. Ja, eine Verstrickung wird hier gelöst. Das ist, was ich hier sehe mit dem Teufel und den Acht der Kelchen. Und mit dem Magier hast du jetzt hier wirklich die Chance, etwas ganz Neues in die Realität zu schaffen, zu manifestieren. Und aufzusteigen auf eine neue Ebene. Eine neue Ebene zu betreten, indem du ein altes Kapitel jetzt abschließt. Liebe Zwillinge, das ist die Botschaft für euch zum August. Ich hoffe, du konntest dir etwas für dich mitnehmen. Wenn ja, würde ich mich sehr freuen über einen Daumen nach oben und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.